Also das ist echt ein Biest, dieses Teil. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, heute soll es einmal um das Thema Taschenlampen gehen, beziehungsweise um eine bestimmte. Und in der Vergangenheit war es so, dass ich die LED-Lenser oder LED-Lenser P17 bevorzugt habe. Einfach, ja, zum einen, man hat halt ordentlich was in der Hand. Die hat halt mehrere D-Zellen drin, ich glaube drei Stück sind es. Und bei der Lampe ist halt der große Vorteil, dass sie eine enorme Reichweite hat und sie ist fokussierbar. Das heißt, ihr könnt entweder genau auf einen Punkt richten und dahin leuchten oder eben ein größeres Feld ausleuchten. Jetzt ist es allerdings so, die Lampe ist auch schon in die Tage gekommen oder in die Jahre gekommen. Ich glaube, ich habe die jetzt schon seit 3 oder 4 Jahren, bin aber immer noch absolut von der Lampe überzeugt. Das ist schon ein geiles Stück Technik. Mittlerweile gibt es natürlich auch neue Varianten und eine davon ist die Olight Marauder Mini. Ich habe die Lampe in einigen Videos gesehen und allein von der Optik her wusste ich schon, ich muss die Lampe einfach haben. Ja, und jetzt endlich ist sie bei mir eingezogen mit knapp 200 €. Nicht wirklich günstig oder sagen wir es, wie es ist. Tatsächlich übertrieben teuer. Aber ja, es ist halt eine wirklich, wirklich richtig gute Taschenlampe, die halt allein von der Größe her absolut überzeugt. Die Lampe hat eine Reichweite von ungefähr 600 Metern und soll eine Leuchtkraft von 7000 Lumen erreichen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es bei der LED-Lenser P17 waren, aber es waren, ich glaube, 200, 300, irgendwie sowas. Hier hätten wir also im Endeffekt das 20-fache. Was ich halt auch sehr gut finde, ist, dass die Lampe aufladbar ist. Das heißt, da ist ein Ladegerät dabei. Der Akku, der hier innen drin ist, der hält einige Stunden in niedriger Stufe. In höchster Stufe waren es, glaube ich, um die 20, 25 Minuten. Ich weiß es nicht genau. Ich nehme mir nicht so viel von diesen statistischen Werten, weil es hat sich einfach in der Vergangenheit bewiesen, dass diese Werte wirklich nur unter Studiobedingungen, also Laborbedingungen, erfüllt werden. Und draußen im Feld schaut das Ganze halt anders aus. Also ihr habt hier diesen Drehregler, mit dem man die Helligkeit verändern kann. Das heißt, im Endeffekt schaltet man die Lampe ein. So kann man wechseln mit diesem Schalter zwischen fokussiertem Punktlicht oder eben Flächenlicht. Das sieht man jetzt hier drinnen schlecht, aber wir werden im Dunkeln nachher auch nochmal einen Test machen. Ja, und über dieses Drehrad kann man halt die Helligkeit verändern bis hin zu, du schaust quasi in die Sonne. Ihr hört das dann auch akustisch, wenn das am Ende ist. Da geht es halt einfach nicht mehr weiter. Aber wie gesagt, man kann halt auch schön runterregeln. Und bei dem punktierten Licht ist es ebenfalls schön dimmbar bis hin zu, ich brenne dir quasi ein Loch in diese Matte rein. Und das ist kein Scherz. Die Lampe, die entwickelt eine fürchterliche Hitze. Ich hatte das ja einfach aus Dummheit gemacht und zwar die Lampe eingeschaltet. Hatte irgendwas gemacht, habe die Lampe dann so auf meinem Mauspad abgestellt und das hat keine 5 Sekunden gedauert. Da habe ich schon gerochen, dass es nach verbranntem Plastik riecht. Ja, und schon hatte ich Löcher in meinem Mauspad drin. Deswegen, da sollte man halt vorsichtig sein. Ihr seht, hier ist übrigens sogar noch dieser Aufkleber drauf, obwohl ich die Lampe jetzt schon seit einigen Wochen habe. Aber war mir bis jetzt tatsächlich noch gar nicht aufgefallen. Ja. So viel zu der kleinen Marauder Mini. Es gibt davon halt noch das größere Kaliber, also die Marauder ohne Mini. Die ist dann nochmal etwas leistungsfähiger, hat nochmal etwas mehr Lumen, hat einen noch größeren Akku. Aber die ist dann nicht mehr so extrem handlich wie dieses kleine Schätzchen hier. Das Ganze wird übrigens auch mit einer kleinen Tasche geliefert. Da kann man dann schön die Lampe reinpacken. Und dann ist sie während der Tour gut verpackt und sicher, beziehungsweise vor allen Dingen schnell erreichbar. Ja, und heute Abend, wenn es dann dunkel ist, werden wir mal einen kleinen Test machen zwischen der LED-Lenser P17 und der Olight Marauder Mini. Also bis später. So, es fängt jetzt langsam an zu dämmern. Ich nehme jetzt einfach mit dem Kameraton auf. Ich hoffe, dass ich gut zu verstehen bin. Und durch dieses kleine Waldstück muss ich nachher auch wieder zurückgehen. Ihr seht, ist eng, ziemlich wild und im Dunkeln auch kaum was zu erkennen. Aber hier hinter diesem Stück, wenn man hier weiter durchgeht,
kommt eine ziemlich große Freifläche. Und da wollte ich hin, dass man auch mal die Tiefe der Taschenlampen vergleichen kann. Ja, und jetzt halt darauf warten, dass es dunkel wird. Sonne ist schon untergegangen und ja, allzu lange wird es wohl nicht mehr dauern. Also mittlerweile ist es schon ganz schön dunkel geworden. Lasst euch nicht täuschen von dem hellen Himmel da hinten, denn wir haben Vollmond. Ja, und der strahlt natürlich auch ganz schön ab. Aber wenn ich so in die Seiten reinschaue, dann seht ihr ja, dass hier nicht wirklich viel Licht zu sehen ist. Und jetzt nehme ich mal die P17. Das ist jetzt der Flächenmodus. Damit kann man also schon ordentlich gut ausleuchten. Ich hoffe, das sieht man auf der Kamera auch gut. Und wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen mehr fixiere, weil ich kann es ja genau fokussieren, dann sehe ich halt sehr weit in die Tiefe. Und ihr seht das ja da hinten, die Bäume kann ich noch wunderbar anstrahlen und alles. Und mit dem Flächenmodus ist es so, ich glaube, hier kann man das sehr gut erkennen, dass halt der Rand unglaublich stark beleuchtet ist. Aber dafür bildet sich dann in der Mitte so ein toter, dunkler Punkt, wo man halt nicht wirklich irgendwas erkennen kann. Das war übrigens die große Stufe. Und jetzt nehmen wir mal die Maurauda. Da fangen wir auch in dem Flächenmodus an. So, das wäre jetzt die kleinste Stufe in diesem Flächenmodus. Und wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen hochdrehe, dann seht ihr schon, dass die eine viel schönere, gleichmäßige Ausleuchtung hat. Das ist noch gar nicht alles. Ich kann also noch höher gehen. Wenn ich auf die höchste Stufe gehe, ja, schaut euch das an. Das ist, als wenn ich am helllichten Tag spazieren gehen würde, fast. Ist das nicht unglaublich? Jetzt gehe ich mal auf diesen Punktmodus, ebenfalls auf kleinster Stufe. So, das ist die kleinste Stufe. Dann dieser Punktmodus. Das schaut dann so aus. Da ist dann auch nichts mehr verstellbar. Aber reicht auch, um eben ja, Unebenheiten zu sehen etc. Und wenn ich da den höchsten Punkt einstelle, ja, dann ist es auch da wirklich so hell. Ihr seht das hier unten. Da bildet sich so ein Kranz. Also ich leuchte halt wirklich nicht nur diese eine Stelle da hinten aus, sondern auch gleichzeitig noch ein bisschen die nähere Umgebung. Aber der Flächenmodus, der ist natürlich um ein Vielfaches besser. Also hier hat man wirklich das Gefühl, man geht am helllichten Tag durch den Wald. Ich kann das Licht ja nochmal komplett wegmachen. Dann seht ihr mal, wie dunkel es jetzt mittlerweile schon geworden ist. Ja, und so ist das Ganze wirklich sehr angenehm. So, ich gehe jetzt aber nochmal zurück, weil ich möchte auf diesen parallelen Weg gehen, der hierzu führt. Der hier ist mir etwas, ihr seht das ja, das Ganze ist ein sehr wilder Mischwald. Hier liegen also jede Menge Äste rum. Heute war auch der erste schöne Tag nach drei, vier Monaten, wo es fast nur geregnet hat. Überall sind hier Bäume umgestürzt und sehr viel Schlamm auf dem Boden und alles. Der andere Weg, der war dann doch etwas angenehmer zum Gehen. Ja, und da gehe ich jetzt mal rüber. So, hier haben wir jetzt mal eine Straße. Das könnt ihr so wahrscheinlich ganz schwach nur erkennen. Aber ich nehme mal wieder die P17, um mir die Fläche auszuleuchten. So, das ist jetzt die höchste Stufe, wo ich diesen Weg ausleuchten kann. Beziehungsweise, wenn ich punktuell mache, dann kann ich halt sehr gut sehen, was da hinten in der Ferne los ist. Aber so diese mittlere Lösung, die ist eigentlich am interessantesten, glaube ich. Also auch hier die Flächenausleuchtung. Und ihr seht, das ist einfach irre. Also nach rechts wie links wird da ein riesiger Kegel ausgeleuchtet. Und auch alles wirklich, wirklich sehr gleichmäßig. Und wenn ich das Ganze punktuell mache, dann sehe ich ebenfalls, was da hinten los ist. Wobei ich jetzt auf einer der niedrigeren Stufen bin. Ich kann mal hochgehen. Ja, also nicht nur der Weg ist sehr gut ausgeleuchtet, sondern ich sehe auch, was da hinten in weiter Entfernung los ist. Also das ist echt ein Biest, dieses Teil. Sehr, sehr, sehr gut.
So, jetzt bin ich hier wieder ein ganzes Stück in dem Wald auf dem Rückweg. Rundherum stockfinster, aber ja, mit der Marauder ist das schon echt wirklich, wirklich gut zu bewältigen. Ich habe normalerweise nur eine kleine Stirnlampe auf, aber sowas hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, das ist dieser Matsch, der ist von Pferden aufgewiegelt worden. Und mit so einer kleinen Stirnlampe kann man zwar den Weg gut ausleuchten, aber solche Matschflecken, oder auch hier wieder, die würden euch nicht auffallen. Und man trampelt da jedes Mal durch. Ja, das ist halt schade für die Schuhe. Aber ansonsten, mit der Lampe, ich fasse es kaum. Ich bin jetzt so angefixt von der Marauder Mini, dass ich schon richtig Bock auf die große Variante davon habe. Aber schaut euch das an. Das ist nicht in Worte zu fassen. Einfach affenstark. Ja, so viel zur Marauder Mini. Ich denke, die Begeisterung über die Taschenlampe, die konnte ich in dem Video ganz gut rüberbringen. Das ist wirklich ein brachiales Teil. Noch ein Wort zur P17. Auch die ist eine sehr gute Taschenlampe. Also ihr macht mit der Lampe nichts verkehrt. Ich glaube, die kostet um die 70, 80 Euro aktuell. Hat eine ewig lange Batterielaufzeit. Also ich habe jetzt hier den zweiten Satz Batterien erst drin, obwohl ich die ewigst hernehme. Und es ist eine gute Taschenlampe, aber ja, die Marauder Mini ist halt schon ein ganz anderes Level. Ich feiere die total. Was sagt ihr zur Olight Marauder Mini? Habt ihr vielleicht sogar die große Variante davon? Oder konntet ihr vielleicht die beiden mal miteinander vergleichen? Das würde mich einfach mal interessieren. Und falls ja, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.